Gut. Recording has started. Hallo und willkommen zu unserem KI Impact Group oder KI Impact Workshop Introduction Webinar. Also wo wir vorstellen, was wir hier alles machen wollen. Lass mich mal meinen Screen sharen. Und dann stellen wir das auch richtig groß. Puff. Seht ihr das? Jawohl, jawohl. Man sieht es. Gut. So, willkommen zu unserem Vorstellungsworkshop oder nein, Webinar für den Workshop. Wir werden erstmal drüber gehen, was die Motivation für diesen Workshop ist. Und dann kurz darüber reden, weil wie es die ganze Aktion innerhalb von Make It in Schramberg passt. Und dann, warum KI so wichtig ist. Und dann, was für ein Workshop-Format wir uns ausgedacht haben, wie man sich anmeldet. Und dann, was ist eigentlich der Erfolg der ganzen Sache? Also wie können wir das messen? Und haben uns da ein paar Sachen überlegt. Und dann haben wir noch Zeit für eure Fragen. Und dann haben wir noch eine kleine Überraschung ganz am Ende. Vielleicht sollte ich mich noch vorstellen. Mein Name ist Marc Finnen. Ich bin ein Schramberger, bin in Schramberg aufgewachsen, dann in Furtwangen studiert und dann habe ich bei SAP angefangen zu arbeiten und die haben mich dann in die USA rübergeschickt. Das war 1996 und da bin ich dann geblieben und habe eben viele, viele Sachen gemacht, die mir jetzt mit diesem Workshop auch richtig, richtig helfen. Also für SAP habe ich Tools entwickelt, um schneller einführen zu können. Also Tools, also Strukturen und. Und da habe ich auch beim Kunden und habe überlegt, dieses Problem, das ich jetzt habe bei der Einführung, das haben andere schon gelöst. Warum habe ich keinen Zugriff darauf? Und habe dann realisiert, wir brauchen eine Community. Und die SAP, damals als erstes Developer Community, habe ich dann eine Handvoll von Leuten aufgebaut. Und wir waren so von 0 auf 2 Millionen Members und wirklich super aktiv dort. Ist auch Dinge davon fließen jetzt in diesen Workshop mit ein und bin dann also nicht zurück und da geblieben. Bis vor 2 Jahren bin ich wieder zurückgekommen hier nach Schramberg und arbeite im Moment für Software AG in Darmstadt. Und ich kam hier und über die Motivation kommen wir noch später, glaube ich, oder? Karin, vielleicht stellst du dich noch vor. Ja, ganz kurz. Karin Birkel, Schrambergerin, kaum weg gewesen, ab und zu mal ein paar Jahre weg und bin jetzt hier in dem geschäftlichen Zusammenhang und privaten Zusammenhang deswegen, weil wir eine Gruppe haben seit circa 2 Jahren, so eine Projektgruppe, die sich einfach darum kümmert, wie könnte die Wirtschaft in Schramberg sich vernetzen, wie könnte man Existenzgründung fördern, wie könnte man den gesamten Wirtschaftsstandort Schramberg und die Region befördern. Und aus dem Grund bin ich jetzt heute mit dabei und über das Thema Make It in Schramberg erzähle ich nachher ganz kurz. Oder soll ich gleich? Erzähl gleich über Make It in Schramberg. Okay, also Make It in Schramberg ist die neue Dachmarke. Der ARKAS ist dabei hier, der ist jetzt mit auch hier bei den Teilnehmern. Dann war der Clemens Maurer dabei, der Thomas Brugger und die Barbara Kunz, die hätten heute auch mitgemacht, aber ist Gemeinderat. Und wir haben circa 2 Jahre daran gearbeitet, ein Konzept aufzustellen, gemeinsam dann mit der Stadt und mit der Wirtschaftsförderung. Und Make It in Schramberg ist einfach die Dachmarke. Man sieht hier auch noch so eine Folie aus der Vorstellung vom Gemeinderat. Die Positionierung Schrambergs als Wirtschaftsstandort, das Sichtbarmachen der Wirtschaftsstruktur des Einzelhandelns und so weiter. Und dazu haben wir dann in einem sehr detaillierten Handbuch auch Möglichkeiten, Maßnahmen ausgearbeitet, wie man das machen kann, damit es nicht in der Theorie bleibt. Und glücklicherweise passt das Thema jetzt heute der KI
das Webinar und der Workshop total gut rein unter das Thema Vernetzung. Und weshalb das so ist, wird sich dann im Laufe der nächsten Stunde ergeben. Sehr schön. Also nochmal zurück zur Inspiration. Also eins der Dinge, die ich also grandios fand, als ich hier angekommen ist, und ein großes Dankeschön auch an meinen früheren Nachbarskind, den Lars Bornstein, der also diese Geschichte geschrieben hat, die Unruhe des Herrn Junghans, und ein Theaterstück und da auch mitgespielt hat und dann letztes Jahr ganz Schramberg sozusagen zusammengekommen ist, um ein Musical daraus auch zu machen. Fand ich ganz grandios. Und ich saß da im Szene 64, wo das aufgeführt worden ist, und es ist einfach rübergekommen, wie sehr eben diese Unruhe des Herrn Junghans sein Unternehmertum und seine Innovationskraft eigentlich, was für einen Unterschied das für Schramberg gemacht hat, eigentlich Schramberg erbaut hat. Und wir saßen da in der Szene 64, was ein Junghans-Gebäude ist und also auch eben zeigt, dass da Junghans eben diesen Unternehmertum auch schlechtere Zeiten hat und deshalb wir davon ein Stück weit auch diese Gebäude haben und diese Gebäude jetzt anders benutzen können. Aber eben diese Blütezeit fand ich ganz grandios und ich habe mir halt überlegt, was können wir tun, um diese Blütezeit zurückzubringen, also Schramberg wieder mehr zum Erblühen bringen. Und eben diese KI-Impact-Workshop und KI-Gruppe ist eigentlich, kommt ein Stück weit daraus. Und dann wurde gestern in der Facebook gepostet, dass, hey, da wäre fast mal ein Zug durch Schramberg durch, von Schramberg dann nach Villingen. Und wegen eben Baden und Württemberg Unterschied, ist das dann nicht passiert? Und was für ein Unterschied das machen würde, wenn damals dieser Zug durch Schramberg durch nach Villingen und nicht über Hornberg und dann die Schwarzwaldbahn. Also manchmal Innovationen gehen manchmal in eine Sackgasse bei uns in Schramberg oder damals. Und das wollen wir eben dieses Mal verhindern. Megan Schramberg. Also, was ist das große Ziel? Das große Ziel ist eigentlich, Menschen im Raume Schramberg und drumherum zusammenzubringen in Sachen künstliche Intelligenz, in Sachen Innovation. Und dass da eben ein größerer Austausch ist. Und deshalb haben wir also diese KI-Impact-Gruppe auf LinkedIn aufgemacht. Und der erste große Event dafür ist eben die KI Impact Workshop. Aber das heißt nicht, dass Leute, die nicht am Workshop teilnehmen, nicht aktiv in dieser Gruppe sein können oder sich treffen können, einen KI Impact Stammtisch zu machen oder. Also bitte nehmt das auf als etwas, das eben große Möglichkeiten hat, wenn Leute zusammenarbeiten. Warum KI jetzt so wichtig und warum, was macht KI und warum ist das jetzt so? Hier ist Steve Jurvetson, das ist einer der erfolgreichsten Venture Capitalists in Silicon Valley, der eben Future Ventures macht, vorsteht und einer der ersten Investoren in Tesla, in SpaceX, hat eine Investition in Fusion und ist einfach super, super smart. Und jede Präsentation, die er macht, sagt er, beginnt er mit dieser Folie. Und die also zeigt, dass schon seit 122 Jahren Moore's Law gilt. Also Gordon Moore war der CEO von Intel und der hat in den 60er Jahren und damals eigentlich abgeleitet von Doug Engelbart, hatte gesagt, hey, die Rechnerleistung pro Dollar ausgegeben verdoppelt sich alle 18 Monate. Und das hat
einfach weiterhin gestimmt weiterhin. Und das man hat es also nach hinten auch gerechnet. Und das ist seit 122 Jahren. Und das ist eigentlich die treibende Kraft hinter diesen Veränderungen. Tim Urban hat in 2015 mal eine AI Revolution, ein Blogpost geschrieben, also so zwei richtig lange Dinger. Und das ist auch interessant. Und er sagt, und da stimme ich auch ein Stück weit überein. Ich habe damals, als ich in Silicon Valley war, eben auch einen Future Salon geleitet und mit einem Freund zusammen eine Accelerating Change Konferenz organisiert für ein paar Jahre, die wir bei SAP einen Abend gemacht haben und dann bei Stanford zwei Tage Konferenz. Und da ging es genau darum, dass eben diese Geschwindigkeit der Veränderung immer schneller wird. Und wir eben jetzt hier an dieser Kurve sind, wo es jetzt, also das ist so die gesamte menschliche Entwicklung, ist immer so ein klein bisschen höher gegangen und hat dann ein bisschen schneller gemacht, als es im 18. Jahrhundert die Enlightenment und man eben diese Scientific Methodology also erfunden hat oder jedenfalls. Und seitdem geht es halt richtig hoch und jetzt mit dieser künstlichen Intelligenz wird ohne Ende sich die Welt verändern. Und da ist es eben genau so, dass das Generative AI ist für mich ganz, ganz häufig, oh wow, das ist ja cool. Und dann überlegt man sich ein bisschen weiter und dann, oh, nein, das ist ja, die Auswirkungen sind Wahnsinn im Positiven wie im Negativen. Allerdings ist das halt so, dass, ja, wollen wir mal ganz kurz abfragen oder fragen, weiß jeder, was Generative AI ist? Oder jeder? Aha. Mal ganz kurz die Hand heben, wer es weiß oder wie viele es wissen? Wer es weiß. Jo. Dann magst du vielleicht einfach noch mal ganz kurz erklären? Ja, okay. Generative AI ist eben eine neue Art der künstlichen Intelligenz. Also künstliche Intelligenz gibt es seit den 50er, 60er Jahren. Also, und häufig haben die Leute gedacht, ja, jetzt, wir können jetzt mehr oder minder so, sind so gut wie das Gehirn in manchen Bereichen. Und das war, bisher ging es so, dass das also Brute Force zum Beispiel, als Garry Kasparov vom Deep Blue geschlagen wurde im Schach, da war das also wirklich ganz, ganz viel Programmierung Brute Force. Und in den letzten, ich würde sagen 10 Jahren, also ich weiß nicht mehr ganz genau, es kam eben ein Paper raus, das gesagt hat, Attention is all you need. Und Attention is all you need, dass man eben ganz viele Daten in ein neuronales Netzwerk bringt und ein neuronales Netzwerk lernen lässt. Und ein neuronales Netzwerk ist so ein bisschen wie unsere Gehirnzellen funktionieren, dass man eben auf diese Zellen Daten aufgibt und die kleinste Veränderungen machen in diesem Parameter-Settings, in diesem großen, großen Parameter werden dadurch gesetzt, dass sie trainiert werden. Und diese neuronalen Netze werden eben über ganz viele Daten vom Internet und generiert und dadurch geschult. Und dann wird diesem Large Language Model Fragen gestellt. Und man hat einfach festgestellt, je mehr man die trainiert, umso besser werden die Antworten. Obwohl es eigentlich nur macht, was ist die höchste Wahrscheinlichkeit oder die beste nächste Buchstabe. Aber das ist also, was dann dadurch rauskommt, was ChatGPT ist,
der berühmteste im Moment, Large Language Model, das eben eine Generative AI, eine generierte künstliche Intelligenz ist. Irgendwelche Fragen dazu? Gut. Dann gucken wir das mal an. Zum Beispiel hier der KI-Assistent von Klarna. Klarna ist so eine Online-Fund in Großbritannien, glaube ich, wo man also Geld hin und her schieben kann. Und die haben jetzt einen KI-Assistenten, der 2/3 deren Chats im Kundenservice abwickelt. Und das sind 2,3 Millionen Gespräche und 2/3 dieser Kundenchats werden von Klarna abgewickelt, entspricht 700 Vollzeitagenten. Und ja, also 700 Leute, die bisher gutes Geld verdient haben für ihre Familien, jetzt nicht mehr. Und die Kundenzufriedenheit ist ungefähr gleich. Es gibt noch eine andere Firma in England, die Energiefirma, die ihre E-Mails von ChatGPT beantworten hat lassen, allerdings dann auch immer nur mit jemand, der noch drüber geguckt hat. Und die Satisfaction, also die Zufriedenheit der Kunden ging hoch bei 15 Punkte. Also wenn Menschen das geantwortet haben, war die Zufriedenheit, ich meine, bei 53% und dann durch ChatGPT ging es auf 80. Und das ist natürlich schon ein riesen Ding. Auch hier, dass diese präziser waren, die Antworten. Das heißt also 25% weniger Wiederholungsanfragen. Ist richtig groß und auch, dass sie schneller sind. Das heißt also, ob du jetzt 2 Minuten oder 11 Minuten am Telefon hängst, um dein Problem gelöst zu bekommen, ist ein riesen Unterschied. Und eben verfügbar in 23 Märkten und 35 Sprachen und sagen, hey, sparen jetzt 40 Millionen Dollar ein im 2024. Das sind halt 40 Millionen Dollar, die ja nicht mehr zur Verfügung stehen für die Leute, die da beschäftigt waren. Das ist jetzt Doug Engelbart. Doug Engelbart ist einer der Väter der modernen Computerei. Also er ist am meisten berühmt darüber, dass er die Maus erfunden hat. Aber eigentlich hat er gesamte moderne Computer-Sachen entwickelt, und zwar Ende der 60er Jahre. Absolut Wahnsinn. Damals gab es ja noch Lochkarten und er hat dann also mit einem Team zusammen die Videokonferenz-Files, File-Sharen und alles gemacht. Es gibt eine The Mother of All Demos im Internet und das ist absolut Wahnsinn, was er da alles gezeigt hat. Aber warum war das so? Das war so, weil er sich das Ziel gesetzt hatte, wie kann ich den größten Unterschied machen durch mein Leben für die Menschheit? Und er hat sich gesagt, mit dem Computer, da kann ich Probleme lösen. Und je schneller wir werden in den Problemen lösen, umso schneller werden wir besser werden. Und das war eigentlich sein Motto. Technologie sollte nicht darauf abzielen, Menschen zu ersetzen, sondern menschliche Fähigkeiten zu verstärken. Und das sollte eben auch Teil unseres Workshops sein und auch Teil unserer im Unternehmen, wenn wir KI einsetzen, eben dass wir versuchen, menschliche Fähigkeiten zu verstärken und eben nicht Menschen vor die Tür sitzen. Also, kommen wir zu dem KI Impact Workshop. Wir haben uns einfach überlegt, wie können wir diese Welle der Veränderung am besten umsetzen, aber auch so umsetzen, dass es bleibt, dass es einen Impact hat. Und deshalb machen wir das so, dass wir über 3 Monate alle 2 Wochen zusammenkommen für einen Workshop, der 4 Stunden ist, ab 16 Uhr bis 20 Uhr, also am späten Nachmittag von der Arbeit, dann bis 20 Uhr.
und eben über Kohortenformat auch etwas ganz Wichtiges, um also am besten zu lernen und den größten Impact zu haben. Da habe ich noch eine spezielle Folie drüber. Ähnlich wie Flipped Classroom, auch ein Modell, wo man eben vorbereitende Sachen macht und dann im Workshop selber dann Diskussionen und an Dingen arbeitet, gemeinsam nach vorne zu bringen. Hands-up, super wichtig. Wir wollen, dass ihr alle eure eigenen Use Cases, eure eigenen Probleme aus dem Unternehmen mitbringt und wir wollen dann sehen, wie wir diese Probleme mit KI verbessern und lösen können. Und die letzte Stunde der letzten Workshops, Präsentation der Ergebnisse und Fest. Das heißt also, da machen wir dann die Türen auf für alle, die eben nicht beim Workshop dabei sein konnten, für alle, die KI-Impact-Gruppe und wer immer interessiert ist, machen wir da ein Fest, ganz am Ende. Kohortkurs. Wie lernt man am besten? Man lernt am besten mit einer Gruppe von Leuten, die sich für die gleiche Sache interessieren und mit denen man ein Vertrauensverhältnis hat. Und deshalb haben wir im Moment diesen KI-Kurs auf 15 Leute reduziert oder halt maximal 15 Leute können da teilnehmen, weil das eben dieses kohortmäßige Ausrichtung des Kurses die optimale Lern-Environment ist. Wegen eben Verbindlichkeit und Motivation, weil man sich dann gegenseitig motiviert, weiterzumachen und zu lernen. Interaktion, Praxisbezug, haben wir schon gesprochen. Netzwerk und individuelle Lerntempo und Flexibilität. Und das ist eben auch das Grandiose an KI, dass es sehr super flexibel ist und jeder eben seine eigenen Use Cases mitbringen kann. Und wir werden dann sehen, wie wir welche Use Cases zusammenbringen können. Aber immer auch große Flexibilität, damit man an seinen eigenen Problemen arbeiten kann, diese umsetzen kann und dadurch also wirklich Impact macht. Flipped Workshop. Also es gibt dieses Flipped Classroom-Modell, weil man ja jetzt so viele Dinge schon auf YouTube oder sehen kann, dass man eben Vorbereitungen tut und Grundlagen schafft zu Hause und dann Übung und Vertiefung im Unterricht. Ich habe da mal was drüber geschrieben, Flip Your Webinar. Wir haben das schon angefangen, das Beispiel. Es gibt diesen Generative AI in a Nutshell Video. In 17 Minuten wird der grandios eigentlich rübergebracht, was KI ist. Und das ist die große Empfehlung, das eben anzugucken. Und deshalb habe ich den auch in unserer Gruppe gepinnt, dass man den ganz schnell findet. Und dann ist das auch in diesem Anmeldeformular haben wir eine Section, wo es dann heißt, was hast du mitgenommen aus diesem Workshop oder aus diesem Webinar? Eine ist der Sache, die ich mitgenommen habe, was ich ein grandioses Bild finde, dass wir jetzt alle einen Einstein, und zwar Einstein für alle Bereiche, im Keller sitzen haben, der nur darauf wartet, uns zu helfen, unsere Probleme zu lösen. Finde ich klasse. Auch ein wichtiges Element von dem Workshop ist, dass wir, dass eigentlich von der Schule sind wir gewohnt, dass wir zurücklehnen, dass wir unsere Arme verschränken und hey, Lehrer, komm und turn mal was vor und wir machen dann den Daumen rauf oder runter und ist blöd. Ganz anders, hoffentlich im Workshop, dass wir alle uns nach vorne lehnen und eben etwas dazu beitragen wollen, dass es ein grandioser Workshop ist. Unsere Use Cases mitbringen, einfach mitmachen. Und das ist auch etwas, dass wir eben genau hoffen, dass wir das rüberbringen und dass das der Spirit ist von dem Workshop.
Also hier KI Impact Workshop Anmeldung. Der Link wird jetzt auch in den Chat gestellt. Und da ist eben genau dieses drin. Hey, hier ist diese generative AI in a nutshell und was ist es, was dich da begeistert hat und auch eben hier schon, was sind die Use Cases, die dich interessieren, die getackelt werden sollen in diesem Workshop. Weil wir eigentlich meinen, das ist schon so, dass mehr als 15 Leute sich dafür interessieren und dann müssen wir natürlich irgendwie eine Auswahl machen. Und die Auswahlkriterien sind, wie viel Interesse durchscheint in der Anmeldung, da mitzumachen. Und natürlich auch so ein Stück weit wollen wir eine gute Mischung in der Gruppe haben, das heißt also von größeren Unternehmen, Einzelunternehmen, vielleicht auch, wenn jemand einen guten Anmeldung oder halt guten Case macht, kann auch ein Schüler mitmachen, der sich super für künstliche Intelligenz interessiert und da eben sich einbringen möchte. Und warum kostet es nichts? Das kann ja nichts sein. wir machen das eben im Pay-it-forward-Modell. Also ja, das ist ganz schön viel Aufwand. Und aber auf der anderen Seite nehmen wir da auch einiges mit. Das heißt also, das interessiert uns sehr, was für Use Cases da ankommen und wie wir die dann gemeinsam lösen. Und da ist die Hoffnung, dass das eben Pay It Forward, dass die Leute, die dabei waren und das gut fanden, dann vielleicht den nächsten Workshop stemmen. Und so, dass also einen Ripple-Effekt in Schramberg Raum hat. Und es ist halt einfach so ein Workshop, finde ich, grandios. Möchte ich, dass es den gibt und dann machen wir das und hoffen, dass das dann weiterlebt. Und dann haben wir versprochen, hey, auch KI-Experten dabei zu haben. Mario Herger ist ein Freund von mir, hat zusammen mit mir bei SAP gearbeitet und hat mehrere Bücher geschrieben. Zum Beispiel der letzte Führerschein-Neuling ist schon geboren. Er ist überzeugt davon, dass in den nächsten 10 Jahren die selbstfahrenden Autos so stark werden, dass man keinen Führerschein mehr braucht. Also die Leute, die jetzt gerade geboren werden, brauchen keinen Führerschein mehr machen, weil das Self-Driving soweit sein wird. Oder eben das Silicon Valley Mindset. Und er hat also versprochen, dass er zumindest über Video mal dabei sein wird, eine Stunde oder so. Und ich bin am gucken, ob wir den vielleicht sogar live bekommen für eine Session, weil er oft in Europa ist und ist dann auch häufig in Straßburg, weil er ein großer Fan von Comics ist und die Franzosen einfach so grandiose, schöne Comics haben und da geht er dann öfters hin und das ist ja dann nur 1,5 Stunden von da nach Schramberg. Ich hoffe, das funktioniert, das wäre total cool. Und dann haben wir hier noch die Gail Moody Bird, mit ihr habe ich auch zusammengearbeitet und die ist inzwischen ein Vice President of Marketing at LinkedIn. Und die haben gerade ein LinkedIn Sales Navigator rausgebracht und sie ist da so ein Stück weit, macht da die Community drumherum. Und das ist grandios, weil als wenn du verkaufst oder wenn du eine Demo machen möchtest zu einem Prospect oder auch zu einem für deinen Kunden und, mit diesem Sales Navigator, der hilft dir dann, unterstützt mit KI, herauszufinden, was ist los bei diesem Kunden, wie tickt der Mensch, mit dem du jetzt da redest, abgeleitet eben von den Sachen, die die Leute auf LinkedIn gepostet haben und. Und das ist ein riesen Aufwand, solche Sachen zusammenzutragen und das kann man jetzt eben über diesen LinkedIn Sales Navigator machen. Bin ich echt super
begeistert oder halt auch interessiert, wie das genau, was da genau rüberkommt. Und ich hoffe, dass wir da auch eine Session mit ihr haben werden. So, und wie sieht Erfolg aus? Also wie messen wir, ob das Ding jetzt was gebracht hat oder nicht? Also es ist natürlich, dass wir, hey, das KI ist jetzt ein ständiger Helfer, wird immer dazu genommen, was immer ich auch mache. Aber ich weiß auch genau, wo die Grenzen des Möglichen sind. Das heißt also, diese KI-Tools sind richtig gut in manchen Bereichen und in anderen eben nicht so. Und das ist, wir möchten das ausloten und wissen dann am Ende, wo wir was einsetzen und wo was besser ist. Wir wollen einen messbaren Impact im Unternehmen haben. Also wir gucken, was für Dinge wir da machen und was wir da wieder zurücktragen, aber eben auch mit dem Ziel, wirklich messbaren Unterschied zu haben und damit weiterzugehen. Ich glaube auch, dass die Entwicklung von KI und dadurch eben alle Innovationen so schnell jetzt passieren, dass es neue Prozesse gilt zu etablieren in den Unternehmen und dass man den Finger am Puls der Innovationen haben muss und eben dann einen Weg, diese schnell dann im Unternehmen umzusetzen. Und eins dieser Finger am Puls ist dann unsere aktive KI-Impact-Gruppe, dass die Leute dort posten, was neu ist, was funktioniert, was sie ausprobiert haben und wir dadurch das auch schnell in der Region umgesetzt bekommen. Also, und ganz, ganz wichtig, hat es Spaß gemacht. Also, ne, wir haben unseren Dayjob und ist sowieso stressig, also so ein Workshop muss es nicht auch noch sein. Lasst uns Spaß haben. Und wäre große Klasse eben Innovation zwischen Unternehmen, also dass wir dadurch, dass Leute zusammengekommen sind, wir festgestellt haben, das ist was Interessantes, da können wir vielleicht was machen und plötzlich also zwischen den Unternehmen neue Produkte oder Services entwickelt werden. Das wird total cool. Und eben, dass die Participants the next one organisieren. Da bin ich ins Englische wieder gerutscht. das wäre klasse. Ta-ta-ta-ta. Hier noch Stuart Brand. Whole Earth Catalog. Ein grandioser Mensch. Guckt mal rein. Der hat eben schon in 68 gesehen, was für Veränderungen und was für ein Power wir auch bekommen. Und er hat eben gesagt, we are as gods and might as well get good at it. Lass uns gut werden im Gott sein. Fragen? Stopp. Wo sind wir denn jetzt hier? Also wir können Fragen zum Workshop, zu den Inhalten dazu stellen, worauf wir vielleicht auch den Fokus legen können. Jetzt einfach durch Hand heben, dann können wir es ein bisschen moderieren. Interessant wäre auch mal zu hören, welche Erfahrungen denn schon mit KI bestehen. Also wahrscheinlich haben schon viele mit ChatGPT Erfahrung gemacht. Gibt es noch anderes? Und dann haben wir auch die unterschiedlichsten Themen in diesem Workshop. Also es geht nicht nur um diese Sprachmodelle, sondern es geht eben auch darum, wir schauen mal hin, wie sieht es aus im Vertrieb, zum Beispiel in Vertriebsprozessen und so weiter. Und ja, würde ich sagen, wenn ihr möchtet, ja. Gerne. Ja, Marc? Ja, das ist eine gute Sache. In diesen 6 Sessions, die wir machen, jedes Mal wollen wir einen Business-Bereich tackeln und was sind die Lösungen oder was sind die Probleme, was sind die Use Cases und wie kann das mit KI verbessert werden und eben auch ein generelles künstliche Intelligenz-Thema. Also
Zum Beispiel, der erste ist eine Einführung in die KI, gepaart mit Marketing. Und dann der zweite könnte sein, oder müssen wir mal sehen, was es ist, Security und auf KI und dann eben Prozesse oder. Also das ist ein guter Einwurf. Und aber ganz, ganz stark eben auch in der ersten Session werden wir über diese Use Cases sprechen, die ihr bringt, und dann sehen, wie wir das dann eben über diese restlichen 5 Workshops verteilen, um das einfach am nächsten dran sein zu eurem Problem. Fragen? Ja, einfach mal Hand hoch. Oder in den Chat. Oder in den Chat, genau. Ja, die Miriam. Oh ja, also ich finde es erstmal total super und spannend. Also ich war jetzt gerade 2 Jahre bei einer chinesischen Firma, die KI-basierte Kameras hergestellt hat, und ich kam aus einer ganz, ganz anderen Branche, hatte den Job, darüber Texte zu schreiben, ohne irgendwelche Produkt- oder sonstige Kenntnisse zu haben. Da ist man natürlich froh, wenn es sowas gibt wie ChatGPT, ne? Dann merkt man auch schnell, wie viel Mist da irgendwie rauskommt, wenn man nicht nochmal drüber schaut. Und interessiere mich deswegen also sehr einfach für dieses ganze Thema, alles rund um KI. Aber am allermeisten interessiert es mich eigentlich, wie so KI unser tägliches Leben verändern wird. Und was ich jetzt gerade total spannend finde, ich glaube, wir sind alle hier so zwischen 50 und 60, also jetzt nicht so die normalen Digital Natives. Ich hätte da jetzt eigentlich schon gedacht, dass es da vielleicht noch ein bisschen ein jüngeres Publikum geht. Also ich gehe mal davon aus, dass doch viele von uns jetzt schon so in Richtung Ende Arbeitsleben etc. Und da ich im Moment gerade auch keinen Job habe, beschäftige ich mich schon so mit Themen, die mich einfach so interessieren, aber halt auch eher auf so einer philosophischen Art und Weise, weil klar, ich meine, das Ganze, was der Marc ja von Anfang an irgendwie gesagt hatte, ne? Jetzt kommt erst einmal so der Punkt, wo KI, also ich meine, ist KI Freund oder Feind? Ne? Ich sage, es ist immer beides, ne? Je nachdem, wenn man es nutzt. Und deswegen, also ich interessiere mich wirklich so für diese gesellschaftlichen Auswirkungen von KI, was es halt so in diesem alltäglichen Leben alles macht, gar nicht so sehr in diesem wirtschaftlichen, da sind andere schon sehr viel weiter, und ich will gar nicht wissen, wo überall KI schon eingesetzt wird, um uns vielleicht wieder eins auszumischen und das Leben vielleicht vordergründig einfacher zu machen. Aber auf der anderen Seite geht es um Effizienz, das heißt also Leute sparen. Ne? Das ist so das eine, was mich wirklich bewegt und wo ich auch gerne irgendwie so mitdiskutiere. Und auf der anderen Seite, so für den Normalverbraucher oder Normalverbraucher, ja, ich meine, was gibt es denn außer ChatGPT, was man kostenlos nutzen kann? Ne? Da sprechen wir sicherlich auch drüber. Gibt's einiges, genau. Vielen Dank, Miriam. Die Sabine hatte sich noch gemeldet. Ja, ich muss sagen, ich bin total unbedarft in letzter Zeit mit Instagram und Social Media beschäftigt, finde aber ich weiß auch noch gar nicht, wo man bei mir, und ich weiß auch schon einige Themen, aber ob da dann die, ja, da brauche ich dann einfach nochmal, ich weiß es von dir, Karin, oder austauschen können, zu sagen, passt sowas zu mir als Einzelhändlerin, als Einzelinhaberin von einem Einzelhandelsgeschäft in Schramberg. Ja, da ist der Workshop für mich interessant. Also da brauche ich von euch noch Unterstützung. Super, gerne. Dankeschön, Sabine. Der Stefan hat sich noch gemeldet. Hi, genau. Als erstes mal, ich fühle mich hier über den Klassentreffer. 1, 2, 3, 4. Zugeht. Also, was mich so beschäftigt bei der ganzen Geschichte KI ist natürlich, ich werde insofern konfrontiert damit, ich kriege von Firma, also ich habe eine Werbeagentur, bin in der Werbung tätig seit, keine Ahnung, gefühlt 40 Jahren, und ich kriege natürlich von vielen Firmen mittlerweile Texte, wo du ganz genau weißt,
die sich über ChatGPT schreiben. Früher haben die Texter beauftragt und irgendwelche Journalisten, da hat man auf jedes Wort geguckt, da hat man, Holger, du wirst es vielleicht erleben, da diskutieren die mit dir und wenn sie es selber machen, dann sagen die, ja, das ist alles cool. Ich kriege Bilder, da zieht es mir die Fußnägel hoch, aber es ist halt KI-basiert. Und wir haben da vorher so die schönen Bilder angeguckt, ja, das soll der Mensch nicht ersetzen. Ich sehe da schon ein riesiges Thema, dass man einfach unglaublich viel ersetzt und meine Motivation ist wirklich tatsächlich, wie kann ich das tatsächlich einsetzen, ohne dass ich auf Dinge oder dass ich Arbeitsplätze da damit vernichte. Weil, also zum Beispiel schon Übersetzungen sind heute über DeepL oder so, ob es da ChatGPT dabei ist, weiß ich nicht, ob da KI dabei ist. Aber die sind ja mittlerweile so gut, dass Native Speaker sagen, jawohl, das passt. Ich denke, im Korrekturlesen wird irgendwann KI kommen, im Bilder generieren. Man sieht schon sofort, wenn irgendwie was gemacht wird, Bilder freistellen, die ganze Retuschearbeit, das ist echt ein Thema. Und da muss man schon ganz gut gucken, dass das, wie man das integrieren kann, dass man das wirklich arbeiten, weiterhin auf einem Level bleiben, der früher selbstverständlich war. Also so, das ist meine Erfahrung momentan. Vielen Dank. Holger. Der Holger. Ja, ich bin Holger Siegel, Teil des Klassentreffens, gleichen Tag Geburtstag wie der Stefan. Und ich habe auch eine Agentur in Stuttgart. Und ich habe tatsächlich in der Corona-Zeit sind mir zwei Kollegen von der Fahne gegangen, die ich komplett durch ChatGPT ersetzt habe. Wir merken, dass wir das an jedem Arbeitsplatz haben wir heute ChatGPT, die Vollversion. Und wir nutzen es für zwei Dinge. Zum einen für das Operative, wo man tatsächlich sagt, so ein Gebrauchstext macht es und wird dann überarbeitet. Und das andere zur Ideengenerierung, wo das Ding halt einfach unschlagbar ist. Das muss man einfach sagen. Ein Thema strukturieren war früher, glaube ich, eine Kernleistung unseres Unternehmens. Und das macht ChatGPT heute fast genauso gut. Die Leistung reduziert sich mehr und mehr auf das Interpretieren dessen, was ChatGPT da anbietet. Also ich bin tatsächlich jemand, der hat zwei Vollgehälter ersetzt durch zwei Abos von ChatGPT oder durch vier Abos von ChatGPT. Interessant. Bruno, du gehörst nicht zum Klassentreffen, gell? Hurra! Ich bin quasi Nachzügler. Aber voll mit drin. Ich habe auch durchaus Erfahrung mit der KI schon gehabt. Ich komme aus der Medienbranche. Ich habe eine Filmproduktionsfirma gehabt schon, die ich umgewandelt habe, jetzt mittlerweile in ein Game Studio, weil genau das in der Videoproduktion exakt das Problem ist. Es gab im Voraus schon Probleme mit der Auftragslage. Jetzt kommt die KI und hat uns quasi den Rest gegeben. Ich habe hier, wie der Kollege Holger das auch schon erklärt, ich habe selber auch schon diverse Sprecher am Ende nicht entlassen müssen wie er, aber im Endeffekt nicht mehr beauftragen müssen. Mein Bruder ist Concept Artist und Storyboard Artist, der hat so gut wie überhaupt keine Jobs mehr. Das ist also richtig hart auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich jetzt in einem neuen Feld unterwegs und auch wie die beiden Kollegen aus der Werbebranche hier schon geantwortet haben, ist es konzeptionell halt dann doch sehr handy, ja, wenn ich, bevor ich überhaupt irgendjemand anrufe, einen kleinen Text bei Google Gemini oder wo auch immer oder bei Adobe, die haben ja auch mittlerweile KIs, da eingebe, dann kriege ich so viel gute Ansätze, sage ich mal. Das ist nicht das Ende vom Lied. Na klar, man muss das weiterentwickeln. Das heißt, also man nutzt es, aber durch diese Einschläge, die auch bei mir, und ich bin eine Generation, ich habe noch 20 Jahre zu arbeiten und muss noch 20 Jahre auf jeden Fall gucken, dass ich meine Familie durchbringe. Und das ist also wirklich ein richtig hartes, zweischneidiges Schwert. Und worauf ich so ein bisschen kommen will, ist, ich glaube, bei dieser ganzen Geschichte muss man sich eigentlich Gedanken machen, wo gehen wir als Gesellschaft insgesamt hin? Ja, also wenn ich an meine Kinder denke, die sind jetzt gerade in der Schule und wir überlegen, was machen die in Zukunft? Ja, weiß ich nicht. Also in die Medienbranche geht die schon mal nicht. Ja? Entschuldigung, also Nachwuchs, die Empfehlung gebe ich meinen Kindern nicht. Und das geht in der Industrie, es ist eine andere Geschichte, da kommt das später, da kommt das dann aber vielleicht in größeren Wellen. Es ist wirklich eine Frage, was sage ich meinen Kindern, was sie in Zukunft ihre Aufgabe als Mensch, als Teil dieser Gesellschaft ist, weil vielleicht ist es nicht mehr arbeiten. Ja, so in dem Sinn.
viele Jobs, die am Computer stattfinden, können ersetzt werden. Und das ist das, was mich an der ganzen Geschichte interessiert, um das zu Ende zu bringen. Ich kenne mich mit KI einigermaßen aus. Ich habe die guten und schlechten Seiten erlebt. Aber wohin treibt uns das als Gesellschaft? Darüber würde ich auch unheimlich gerne diskutieren. Vielen Dank, Bruno. Dankeschön. Die Kirsten, wenn ich dich übersehen habe vorhin, tut mir das leid. Du, Karin, ich habe die Kamera aus, weil ich hier noch immer ab und zu Judith gucken muss, was da vorne abgeht. Ah. Genau. Okay. Ich bin jetzt auch ein indirekter Teil von eurem Klassentreffen, weil ich einiges ausrichte bei eurem Klassentreffen. Also ich habe ganz einige Aspekte zum Thema KI. Zum einen mache ich ja noch ein Studium und ich kriege da relativ viel mit. Und es gibt auch schon Universitäten, die zum Beispiel Bachelorarbeiten komplett schriftfrei gestalten, weil die einfach sagen, man kann diese Bachelorarbeiten mit entweder sich kaufen im asiatischen Bereich oder sich mit ChatGPT zusammenstellen lassen. Wir müssen bei uns einfach die ganzen Prompts hinten dran kopieren und die Texte dazu, dass es nachvollziehbar ist. Man muss innerhalb der Bachelorarbeit nachweisen oder im Prinzip markieren, was man aus ChatGPT rauszieht. Man kann es jetzt vergleichen mit dem Zitat, aber irgendwie ist es ja auch kein Zitat, weil die Abfrage jedes Mal eine andere Sache macht. Also es wird auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema im Lernen, im Studiumbereich sein. Die Universitäten stellen sich auf einfach was ganz, ganz anderes ein. Und eigentlich, muss ich sagen, ist es auch viel interessanter. Also bisher, ich habe da wissenschaftliche Bücher, die frage ich ab und mache ein Resümee draus. Und jetzt geht es eher darum, ich nehme lauter viele, viele Mittel, einen Werkzeugkasten und baue mir und muss mein Hirn anstrengen. Wie stelle ich Fragen? Nach was muss ich suchen? Und es ist kein vorgefertigtes Wissen, sondern im Prinzip, ich bediene mich an einem riesengroßen Kasten voller Dinge, muss was Neues basteln. Und das wird auf jeden Fall ganz spannend werden, auf jeden Fall. Ich ertappe mich auch immer wieder und denke, oh Gott, wo das soll das hinführen? Aber ich glaube, wir kennen alle noch das Zeitalter ohne Handy. Und ich glaube, hätte jemand zu unseren Eltern gesagt, es gibt eine Zeit, wo jeder ein eigenes Telefon mit sich rumdreht, hätte man gesagt, oh Gott, wo soll denn das hinführen? Und heutzutage kann sich ja kein Mensch mehr leben ohne Handy. Also egal bei was, Banking, also klar, telefonieren und TikTok und sonst was, aber was man halt einfach alles nutzt von diesem Gerät, ist einfach unglaublich. Ich habe für mich das ChatGPT, wie gesagt, entdeckt für Studium, klar, aber ich habe jetzt auch in 2 Wochen haben wir eine Hauptversammlung von der DEHOGA. Ich werde dann meine Gastronomen ganz klar sagen, Leute, Menüvorschlag, veganes Buffet, gebt einfach allen. Ich habe auch Spaß gemacht, so 5 vegane Vorspeisen, 6 vegane Hauptgerichte, vegane Dessert und blub, 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 samt Rezepte. Ich meine, also man kann sich das Leben echt leicht machen. Man braucht sich da gar nicht mehr hinsetzen, einen Hirnschmalz basteln, man kriegt wirklich alles. Wir haben jetzt, habe einen Cocktail, brauchte ich im Prinzip für die CDU, der türkis sein soll, nicht grün. Liebes ChatGPT, ich brauche einen hellblauen Cocktail, bum, 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 mit und ohne Alkohol. Und man kann sich das Leben einfach machen oder auf Rezessionen antworten. Diese dämlichen Rezessionen in Google, man sollte antworten. Herr, bitte gab mir 10 Vorschläge, wie ich auf Rezession 5 Sterne antworte. Bum, 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 bum. Und das sind einfach so Dinge, wo ich denke, die nimmt man halt einfach mit. Die nimmt man so easygoing mit. Man kann halt Veranstaltungen planen. Wir haben im Prinzip vor, dass wir im November Wintergrillen veranstalten, in Verbindung mit einer langen Einkaufsnacht. ChatGPT, sag mal Einzelhandel, was können wir machen? Einzelhandel, Gastros, Rahmenprogramm, Wintergrillen. Back, back, back. Also ist einfach, man muss das Ding einfach nehmen. Das hat ja nichts damit zu sagen, dass man aufhört zu denken. Man muss einfach dieses Instrument schnappen, nehmen und was draus basteln. Also machen muss ich es immer noch selber, kochen muss ich immer noch selber, aber ich kann mich einfach dran bedienen. Und das finde ich einfach richtig coole. Also einfach toll. Und die Jugend, wie gesagt, der Lenny ist jetzt 9, dem sein Studium wird garantiert ganz, ganz anders ausschauen, wie es das Studium momentan ausschaut. Und man kann einfach nur, man muss offen sein für das ganze Thema. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig. Und dann einfach bedienen, nehmen, ja, passt. Cool, vielen Dank, Kirsten. Sehr spannend. Stefan, du hast dich nochmal gemeldet. Genau, noch kurz, weil ich muss nachher gehen, sage ich schon mal Tschüss. Aber eine lustige Geschichte, also ChatGPT hat komplett versagt, als ich Nachrichtenblätter geschrieben habe und habe dem Eingeber, er soll ein witziger Artikel schreiben, hat ChatGPT komplett versagt. Aber was der Bruno gesagt hat, das ist mir auch ganz arg wichtig. Also, weil jetzt sind hier wirklich einige Leute aus dem kreativen Bereich, die ein Leben lang da drin geschafft haben. Wir müssen es jetzt 40 Jahre. Und
Im Studium haben wir zum Beispiel an einem Logo ein Semester gearbeitet, nonstop, an einem einzigen Logo ein Semester. Und dann hast du noch in der Semesterferie noch dran gearbeitet, damit es dann im Prof gebracht hast. Und dann sagte er, okay, aber da und da hat es noch gehakt. Das waren hunderte Stunden. Im Semester habe ich den Kurt Weidemann kennengelernt, der für damals für Daimler, für die Deutsche Bahn das Logo gemacht hat. Das war einfach nur fette Times, DB, großer Rahmen drumherum. Der hat 100.000 Mark damals dafür gekriegt. War bei uns Dozent, hat sich halber kaputt gelacht, hat mich das erklärt. Ich selber bin ja so der Generation, ich zeichne auch noch, ich mache das auch. Ich arbeite auch mit KI teilweise, also ich mache auf dem iPad alles und so. Mein Sohn kommt noch nicht daher und sagt, du, ich habe da ein Logo gemacht, guck mal, wie findest du das? Gut, mich hat es falsch gesetzt, weil einerseits war es nicht so schlecht, aber der hat es wirklich eingegeben, hat es mit KI machen lassen und sagt, Papa, deinen Job, den kannst du abhaken, weil das machen wir in einer Stunde und du arbeitest eine Woche dran. Und klar, es ist ein Unterschied, nur die Kunde geben da letztendlich kein Geld mehr aus. Und auch wir als Kreative müssen denen erklären, ihr braucht da kein Geld groß ausgeben, weil das ändert sich. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich bei sowas wie hier mitmache. Wir müssen irgendwie lernen, das so einzusetzen, dass man dann trotzdem noch zu den Experten kommt und die sagen, wir können diese Klaviatur der KI so bedienen, dass es für euch was bringt. Weil eingeben und sagen, ich bin Baugeschäft Müller, bitte mach mir ein Logo, zack, bumm, das kommt raus, dann gehe ich drucken, lass T-Shirts machen, Briefbögen. Ja, das kann jeder, aber das ist dann das Ende von der ganzen Kultur. Ich meine, wir haben 400 Jahre Typografie gemacht, seit Gutenberg, die hat sich entwickelt, das geht gerade wirklich so richtig den Bach runter. Also ich darf nur ein Beispiel noch sagen, dann bin ich auch ruhig, dass es überhaupt ein Scharf-S, dass man jetzt ein Scharf-S im Versalbuchstabenbereich macht. Das kommt ja nur, weil die Computer das eben einem ermöglichen. Jeden Typograf zieht die Schuhe aus, wenn er sieht, Hauptstrabe. Ich weigere mich da immer, das zu machen und ich mache das nie im Leben machen. Aber das macht man halt, weil es die Computer ermöglichen. Und da muss man schon gut überlegen, in welche Richtung geht man auch mit einem gewissen Know-how und gibt ihm dann so einen Kasten mit, weil sonst können wir alle einpacken. Du kannst Videos heute machen, du kannst Storyboards schreiben, Kochrezepte, das geht alles. Aber da sind wir noch nicht gefragt, dass mir dem eine Richtung gäbe. Das ist so mein Ansatz, warum mich das unglaublich interessiert, in so einer Community da mitzumachen. Und dann sage ich schon mal Tschüss, weil ich um 19 Uhr muss ich gehen. Dankeschön, Stefan. Also was mir aufgefallen ist, ich recherchiere gern mit ChatGPT und Gemini gleichzeitig, stelle beiden die gleichen Fragen und stelle einfach große Unterschiede fest. Zum Teil auch einfach Dinge, die überhaupt gar nicht stimmen, kriegst du dann da gesagt. Marc? Ich muss sagen, welches ChatGPT du benutzt. Ja, genau. Ich benutze das freie ChatGPT und trotzdem sind die Unterschiede groß. Naja, ja, also einfach nur. Ja, genau. Ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass man, wie es jetzt auch häufig geheißen hat, dass man zum einen mal schaut, welche Kompetenzen eignet man sich an, was ist wichtig für einen, wie können wir damit umgehen, wie können wir dafür sorgen, dass ChatGPT oder eben die KI uns nicht ersetzt, sondern uns schlauer macht, so wie das vorhin auch in Marks Vortrag gesagt wurde. Und wir fänden es toll, wenn viele von euch Lust hätten, Sabine, wir können auch gerne mal sprechen, wenn viele von euch Lust hätten, bei uns, also mit, also es ist nicht unser Workshop, es ist dann euer Workshop, da mitzumachen, in der Gruppe mitzuarbeiten oder einfach dabei zu sein, sich auszutauschen, sodass es lebendig wird und dass es einfach voneinander auch profitiert. Ja. Wir sind jetzt, es war jetzt noch kein Schlusswort, aber fast, weil 18:55 ist. genau. Der Stefan, hältst du noch die Hand hoch von vorhin oder wolltest du noch mal was sagen? Der ist, genau, ich mache sie mal runter. Stefan, ich senke deine Hand. Okay. Alles klar. Ja, gibt es denn Fragen zur Anmeldung oder gibt es noch. Gibt es noch Hinweise oder möchtet ihr uns mal so ein Stimmungsbild geben? Wer denn jetzt tatsächlich sagt, oh, komm, hey, ich schaue mir dieses Anmeldeformular an und ich will da einfach mal dabei sein. Es kostet nichts, weil es einfach
Engagement ist, ja. Genau, die Stadt zahlt uns das Catering. Okay, jetzt Arkas, du warst noch dabei, gell? Arkas, genau. Danke. Ich denke, es wäre ganz cool, wenn ihr nochmal sagt, wer denn wirklich Zielgruppe ist. Also brauche ich ein Unternehmen mit Vertriebsabteilung, Personalabteilung und irgendwie im Kreuz, dass ich entsprechende Cases einbringen und generieren kann? Oder ist es ein Interessensaustausch, unabhängig von dem, was ich jetzt businessmäßig am Start habe? Wenn ihr da vielleicht noch mal zwei, drei Worte dazu sagen könnt, dass sich jeder vielleicht ein bisschen einordnen kann, ob es für ihn richtig ist oder nicht. Das ist eine gute Frage. Ich bin der Meinung, dass wir, auch wenn du ein Einzelunternehmer bist, hast du trotzdem Vertrieb, hast du trotzdem, musst du ja trotzdem mit irgendwelchen Dinge einkaufen und. Das heißt also, dass auch ein Einzelunternehmer sehr willkommen ist. Und ja, so der Workshop ja so angelegt ist, dass je nachdem, wer dann kommt, auch bestimmt mehr oder minder, wie der Workshop dann auch geht, weil dann jeder eben diese Sachen mitbringt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann schon so, dass wenn da eben ein größeres Unternehmen dann sagt, ja, wir haben diese Daten, die wir jetzt über KI, aber eben privat analysieren wollen, wie machen wir das, dass das trotzdem interessant ist und man daraus auch noch Dinge für seinen eigenen Betrieb ableiten kann, wenn es auch nicht jetzt hundertprozentig übereinstimmt. Und da müssen halt die Leute etwas flexibel sein, zu sagen, hey, ja, in dem Bereich jetzt, da bin ich jetzt ein bisschen hinten dran, aber ich kann zur gleichen Zeit dann auch an meinen Use Cases weiterarbeiten, wenn da gerade eine Konversation ist, die weniger interessiert, im Personalbereich. Wenn du eben ein Alleiniger bist, dann hast du nicht so viel mit Personalbereich zu tun und dementsprechend wird es angepasst. Danke. Okay, dann sind wir pünktlich. Pünktlich aus. Ich wollte noch eins zeigen. Du wolltest noch dein Magic zeigen, genau. The Magic. The Magic. Obwohl also bestimmt einige von euch das sowieso kennen. Nochmal scheren und dann machen wir nochmal, nicht voll, sondern also Canva kann hier KI unterstützt Edit Photo. Nummer 1, Magic Eraser, kann ich eben mit hier hingehen und sagen, das gefällt mir nicht, dieser schwarze Strich. Und dann musst du immer sagen, Hokus Pokus, sonst klappt das nicht. Und bumm, ist das Ding weg. Weiter Edit Photo, was ich auch total spannend finde, geht natürlich auch nur Magic Expand und dann sagst du Homepage, Magic Expand, auch unbedingt Hokus Pokus sagen, sonst haut das nicht richtig hin und hier überlegt er das, was da wirklich ist. Und was natürlich auch wahr ist, und dann hatte hier mir vier Möglichkeiten. Dann kommt das rüber, kommt das hin? Nee, wir sehen es nicht. Also wir sehen es links in deiner Leiste. Ja, yeah, wieso? Ups. Oh, müssen wir das jetzt nochmal machen, oder? Nee. Nee, wir haben schon verstanden. Holger! Wunderbar. Ja. Okay, dann herzlichen Dank an alle, an euch, dass ihr da wart. Wir würden uns total freuen, wir alle würden uns freuen, uns alle zu sehen beim Workshop. Wenn Fragen sind, es gibt eine E-Mail-Adresse und es gibt auch eine Handynummer. Die E-Mail-Adresse führt zu Marc, die Handynummer führt zu mir.
Einfach anrufen oder vorbeischneien oder eine Mail schreiben oder sich einfach anmelden. Ich denke, es ist schon so, wie der Marc sagte, am Anfang ist jetzt mal einfach, wir orientieren uns gemeinsam an dem, was an Bedarf da ist und an Interesse. Und ja, wäre super cool. Wir würden uns bald sehen. Tada-da. Tada-da. Dankeschön. Danke sehr. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao zusammen. Tschüss. Ciao. Ciao. Bist du sicher, dass das aufgenommen wurde? Ja. Den Link zur Anmeldung schickt. Link zur Anmeldung? Ja, wollte der Stefan noch. Ich habe den reingepackt, aber der ist im Chat. Also. So, Aufzeichnung beenden. Jawohl. Ja.